Und nachher hat sie sowieso nicht mehr geschert um die Gasse. Und an ihre 60er Jahre sind sie noch überhaupt angekommen, weil da haben sie noch keine Sinne mehr gehabt, oben Käserei, weil sie hat sie aufgehört. Ja. Nachher hat sie das überhaupt ziemlich aufgehört, die Ziegenzucht, sind halt bei den Nettler Fexen noch angestanden und so weiter. Und nachher, die Netzger ja, bei der EU, ja, jetzt müssen die Zuchtverbände, was die Viecher betreuen, anerkannt sein und da muss der Geschäftsführer Akademiker sein. Und die Rassenanerkennung muss jetzt neu aufgewickelt werden, neu aufgeräumt werden. Und dann ist ein 95er Jahr oder die ganze Prozedur, dass wir zum Schafezuchtverband gehen haben müssen. Weil die sind anerkannt, der Zuchtverband. Die ganzen Zuchtverbände haben müssen einreichen und mehr anerkennen. Und dann ist das alles gut gegangen. Gott sei Dank ist das alles gut gegangen. Dann haben wir, sagen wir, die Förderungen lukrieren müssen. Gell? Weil Förderungen sind ja beträchtlich. Ja, ja. Die sind beträchtlich. Und alles anerkannt ist. Ja. Und wir fahren das Programm, dass wir nicht zu viel Inzucht kommen. Das Bockprogramm, was sie uns da vorschreiben, wenn wir das alles fahren, kriegen wir pro Gas und Jahr, pro Zuchtgas und Jahr 55 Euro. Mhm. Und pro Zuchtbock 120 Euro. Mhm. Das ist auch schon beträchtlich. Gell? Mhm. Weißt du? Nein, da sind wir schon zufrieden. Und jetzt wird ja das neu verhandelt nachher. Und jetzt für 2014 bis 2020 wird das alles neu verhandelt. Ja. Und jetzt ist Ende September eine Tagung in Gumpenstein in der Steiermark, wo über das wieder beraten werden muss. Und ja, da muss es halt noch einmal fest dabei sein, dass ja nicht irgendwas passiert, was noch nicht durchführbar ist. Ja, ja. Ja. Weil da vor 2007, da hätten sie uns ja eine Auflage gemacht, wo ich gesagt habe, das schaffen wir nicht. Da springen jetzt die mehreren, die halben Züchter an. Nachher ist das der Rasse nicht förderlich, sondern hinderlich. Mhm. Wenn wir die Züchter nicht mitnehmen, den Großteil, dann ist das hinderlich und nicht förderlich. Gell? Dann haben wir da x-mal verhandelt und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt sagen als normaler Bergbauer? Ich züchte zwar schon 40 Jahre die Gasse, aber was soll ich jetzt neben den ganzen Kapazitäten, was soll ich jetzt da groß sagen? Es wird das, muss er so nicht durchführen. Mhm. So schaffen wir es nicht. Das muss anders werden. Die Anschreckung haben sie die letzten 10 Jahre verfünffacht. Das hat keine andere Rasse in Österreich zusammengebracht. Wir sind jetzt die stärkste Gebirgsziegenrasse inzwischen. Und die drittgrößte Herdebuchrasse überhaupt in Österreich. Am meisten gibt es gemsfärbige Gebirgsziegen, die deren sie melken. Das sind Milchgas. Und die Sahnenziege ist auch Milchgas. Das sind die stückstärksten, weil die Großbetriebe brauchen zum Milcherzeugen. Gell? Das schönste Kopfzeichen hat die schwarze, was da liegt. Von, die? Nein, unten. Die da. Die hat die schönste. Weil die weißen Mängel da noch hat, weißt du? Die Mängel da, wie wir sagen, da die weißen. Ja, ja. Ja, die ist eine Hautausbuchtung. Die haben sie oder haben sie nicht, ist wurscht. Aha. Aber die ist vom Kopfzeichen her einfach, dass es nicht schöner sein kann. Das ist sehr interessant, wenn Raffen schwanzeln so oft so klein, gell? Ja. Und wenn es bockig sind, schwanzeln sie auch so. Jetzt hat der Bock gemeint, es könnte was sein. Ist er gar schon gegangen, ob irgendwas los ist, gell? Das muss er gar eruieren, ob das jetzt was echt ist oder ob es gleich so da ist. Ja, schon eine schöne Nacht, ja. Mein Freund. Grüssi! Das! Grüssi! Grüssi! Fempstergassi! Fempster, Drahtzechtler! Grüssi! Grüssi, das! Ja, jetzt werden sie ganz zu, werden sie sich nicht. Ja, das passt super! Grüssilein, was also ist heute? Heute ist alles anders, gell, Gassi? Ja, Gassi! Bravi, Gassi! Gell? Okay. Die Steine haben sie halt gern, gell?
Die Quasi ist ein Viech, was gerne auf die Steine steigt. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Das ist auch für die Clan-Abnutzung und so günstig. Gell? Wichtig, oder? Die nützen sich die Clan so schön an und sind durch das aber auch gut steigfähig. Gell? Da im Hintergrund, gell? Sehen wir jetzt die hohen Dauern und das ist eigentlich das Stammzuchtgebiet von der Dauernschäckenziege. Das Gebiet da im Vordergrund ist eigentlich das Gebiet, wo sie ab 1968 beschicken haben mit meinen Viechern. Und wenn ich die 20 Jahre ab 1968 nicht die Möglichkeit gehabt hätte, die Dauernschäcken da zu Alpen, hätte ich die Population gar nicht mehr wieder aufrichten können. Und nachher wissen der Großteil der jetzigen Dauernschäckenzüchter gar nicht, dass die Rasse mal gegeben hat. Und dann ist da ein Besitzwechsel gewesen. Da war der Ziegenauftrieb nicht mehr möglich. Dann habe ich unten in Dalnähe ein Berganwesen gepachtet. Und da habe ich nachher 20 Jahre lang Ziegenzucht betrieben. Bis dass ich vor 7 Jahren ein eigenes Anwesen da drüben am Fresselberg gekauft habe. Auf dem Feld daheim gedeiht die Gassen nicht so gut, sind sie krankheitsanfälliger. Und jetzt hat mich dankenswerterweise der Eckhausbauer, der was da das ganze Almgebiet besitzt, hat mich da 5 Hektar einzahlen lassen. Es ist zwar für die Gassen nicht so gut, es wäre komplett eine freie Alpbahn, aber sie sind da zufrieden, Viecher, und die sind gut und sind pumperl gesund. Und das Zuchtgeschehen kann man innen sagen, natürlich besser bewerkstelligen und kontrollieren. Weil in komplett freier Alpbahn ist es da wieder so, dass wieder einmal unbeaufsichtigt die Ziegenherde mit anderen Rassen daherkommt, war das Züchten der Dauernschäcker ein bisschen schwierig. Also das ist zurzeit einmal der ideale Fall, dass es da einzeln haben. Die Ziege ist ein Mischfresser. Die Ziege ist ein Mischgroßer und braucht die Vielfältigkeit der Almvegetation. Sie geht auf die Zwergstreicher, auf die Grünerlen, auf die Almrosen, auf die Schwarzbärstauden. Und nicht nur die Ziege braucht die Alm, dass sie richtig gesund und vital ist und klettern kann, sondern die Alm braucht auch die Ziege, dass sie nicht verbuscht und nicht zuwächst. Der Zahn geht da rauf. Da habe ich müssen die Ziermaus ziehen, gell? Da geht er rauf auf den Kopf, dann geht er hinten um die Mulden auf den nächsten Kopf. Dann geht er da drüben beim mittleren Grad, sieht man einen Knopf. Yeah. Wenn man genau schaut, ja. Geht er beim mittleren Grad hoch, da eigentlich ein Gramm, so schräg ein Gramm. Dann geht er die ganze Seite raus, bis zu den Köpfen her da. Yeah. Dann geht er da unten durch. Weil ich unbedingt den Kopf dabei haben wollte. Yeah. Dass mehr Unterstand haben, mehr Schaden haben und Klettermenge und so. Die brauchen ja auch gar nicht, sagst du, ja. Gell? Da bin ich da unten durchgefahren und hinten rauf und da oben steht der Apparat hinten. Ja. Da hinten auf dem Kopf steht der Apparat und da geht es wieder zusammen. Und die Gas muss eine Ausrede haben, eine Möglichkeit haben, zu neugierig sein. Ja. Wenn es der Gas einzeln ist auf einem viereckigen Fleck, mag sie noch so gut gehen, ist sie nicht zufrieden. Die Gas braucht ein kopiertes Gelände, das um mich schauen mag, das was ich erwarten kann, das neugierig sein kann, ich bin die Schnellere und so. Okay. Ja, finden Sie sich wohl. Und interessant ist das gewesen, es ist kein einziger mehr dabei gewesen, was das Gebiet gekannt hat, weil er da 20 Jahre dazwischen war, wo es unten sein müssen. Und wenn wir da hergekommen sind, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wie werden wir jetzt da, wo wir heimgehen. Gell? Hoffentlich fällt bei uns auch nichts und da werden wir da ein Kraftfutter einschmeißen in die Mulden und dann werden wir uns davon stellen. Nichts, die Gassen sind da um und umgelegen, haben sie niedergelegt nach dem Fressen. Und wie wir da umgegangen sind, haben wir ein bisschen aufgeschaut. Damals werden sie alle weiter gewesen. Ja. Das ist das Habitat, was eigentlich entstanden sind, herstammen. Mhm. Und sofort haben sie damals, werden sie voriges Jahr, vor 2 Jahren, auch schon da gewesen. Ja. Das war eine ganz interessante Erfahrung auch für mich. Ja.
In Vorarlberg habe ich müssen meinen Bock aussuchen. Er hat gesagt, ich habe nicht Zeit und ich brauche den Bock und du magst das. Ich sage, wie muss er denn sein und so und so. Ja, heller, mehr weiß, weniger weiß. Und da hat er gesagt, das ist mir alles gleich, du weißt das eh, wie das ungefähr kriegst, aber Menge muss er haben. Dann sage ich, ja, war das echt gleicher, wenn er gleich drei Haxen hat. Er hat es rausgebracht, alles ist mir wurscht, nicht das muss er haben. Gell? Ja. So sind die Spezialisten, sind auf das auch noch so, ja. So aus. Gell? Aber das ist nicht schade, das ist auch genauso schön, wenn sie es auch nicht hat. Boah!